Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schlosskonflikt. Ja, heute sind wir mal wieder auf meinem Hauptaccount und werden heute einfach mal das Questboard machen. So, aber erstmal nochmal ein Pet-Eye öffnen. So. Ja, nichts Interessantes, nichts Spannendes. So, ja, ich bin immer noch bei den Meister-Dungeon 510er, den ich sweepe im Moment. Ja, hier hatte ich ja mal Mino fertig gemacht letztes Mal. Im Moment mache ich meinen Rudi auf Level 200, der ist ja noch Evo, weil er ein 5er Leuchten hat und danach ist direkt meine Medusa dran. Die hat nämlich schon einen 5er Erquicken, ist aber noch Level 20, soweit ich mich erinnern kann. Warte mal, ich guck mal. Nee, Level 120 sogar. Naja gut, ich hatte schon ein bisschen gelevelt gehabt. Die könnte ich nämlich theoretisch auch direkt schon auf Evo ziehen. Ja, auf Evo. Weil ich habe ja hier noch eine Medusa rumzuliegen und ich glaube hier im Lager auch nochmal. Ja, genau, da habe ich auch nochmal eine Medusa rumzuliegen. So, erstmal den ganzen Mist hier einsammeln. So, Mana hätte ich vielleicht zuerst das machen müssen, aber egal. Ich kriege ja sowieso durch diese ganzen Raids oder jetzt hier durch dieses ganze Sweepen Mana. Mana ist einfach mal immer voll auf meinem Hauptaccount. Ja, da habe ich eigentlich nie Probleme. So, dann spenden wir noch mal ein bisschen Splitter. So, damit ich die 25 Gems einsammeln kann. Ja, und dann raiden wir einfach mal mit meinem OP-Team. So, mal gucken, was für einen Gegner kriegen wir denn hier? Ja, der hat kein Gold. Den möchte ich nicht unbedingt. Obwohl, eigentlich habe ich ja genügend Gold. Naja, obwohl, nee. Ein bisschen Gold kann man immer gebrauchen. Letztens hatte ich ja mein SK mit einer glühenden Rüstung ausgestattet. Also da bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Der ist einfach, na, ich sag mal OP damit. Der macht einfach mal alles kalt. So, dann frieren wir den ganzen ein bisschen mal ein in der Mitte. Siehst du, kein Widerstand. Kein Widerstand. So, easy victory. So, Magie einmal auffüllen und den nächsten Versuch einzukillen. Nein, was heißt Versuch? Den nächsten killen einfach. Da brauche ich nicht versuchen. Ja, das wird vielleicht hier ein bisschen spannend, ne? Der hat ein Ele mit drinne. Ich habe noch nicht mein Ele, ne? Das ist einfach so scheiße. Und ich bin Pay to Win, ne? Jetzt mal im Ernst. Und ich habe noch nicht mein Ele. Und ich habe schon genug gecashed bis Zerstörer. Ja, und ich habe jetzt sogar schon fast meinen zweiten Mino zusammen. So, irgendwas lebt da noch. Naja, wahrscheinlich die Mecha-Kopie wieder. Naja, zumindest, wie gesagt, ich habe alle Helden, die man rollen kann, aber ich habe nicht einen Drachen. Ich kann ja nochmal kurz dann nachher in den Heldenaltar reingucken. Da könnt ihr euch gerne von überzeugen. Ich habe nicht einen Helden. Nicht einen Helden, sage ich schon. Nicht einen Drachen. So, genau, so. Hier haben wir keinen Drachen, hier haben wir keinen. Doch, Dwagax. Der hat ja letztes Mal bei dem Event dazu gezählt als Drache. Ja, naja, zähle ich nicht wirklich als Drache, aber egal. So, ja, wie gesagt, ich habe keinen Pay-to-Win-Drachen im Grunde genommen. Ich habe hier, wie gesagt, nur rollbare Helden, außer natürlich Mino, Zerstörer und GM. Geistmagier, ne? Ja, das ist, ich weiß auch nicht, ich habe einfach kein Glück auf meinem Hauptaccount. So, ich habe jetzt hier erstmal diese beiden Quests fertig. Ja, genau, hier mache ich ja L17. Mache ich eigentlich schon relativ lange, weil, wie gesagt, es ist einfach so easy mit Rose und Anubis zusammen. Es ist einfach eine Todeskombination. So, dann haben wir das Questboard auch erledigt. Dann machen wir noch mal ein bisschen Heldenproben. Die paar Stück, die ich da noch offen habe. Und währenddessen kann ich ja noch ein bisschen erzählen. Ja, auf dem Englischen, da konnte man sich ja fast sogar free to play diesen Hintergrund holen. Da konnte man sich ja hier vier von diesen Hintergrund-Dingern erspielen, indem man sich jeden Tag einmal einloggt. Solche Events müsste es mal geben hier bei uns auf dem deutschen Server, aber irgendwie kommt ja sowas nicht.
Das finde ich immer so ein bisschen schade. Also das könnten sie ruhig mal ein bisschen ändern noch. Aber naja, darin stellen kann man ja leider nichts dran ändern. Nur zusammen, nur wenn wir halt alle irgendwas dagegen sagen würden, dann würde vielleicht IGG was machen. Oder wenn wir nicht mehr reinpayen würden. Ne? Aber naja. Das Spiel soll ja Spaß machen und soll ja nicht zu einfach werden eigentlich auch, ne? Darum finde ich das eigentlich auch ganz gut, dass die nicht unbedingt die besten Pakete rausbringen, weil sonst könnte man sich ja so extrem hoch, also wenn man sozusagen die ganze Zeit immer nur Geld ausgibt, dann kann man sich ja einfach innerhalb eines Monats auf den Stand von einem anderen Free-to-Play-Spieler bringen, der, weiß ich nicht, ein Jahr oder so das Spiel schon spielt, ne? Also, ich finde das schon ganz gut, dass das relativ teuer ist, in Anführungszeichen, ne? Muss halt jeder selbst wissen, wie viel er dafür ausgeben will für das Spiel. Oder eben nicht, ne? Ich für meinen Teil gebe gerne viel für das Spiel aus, weil es mir halt Spaß macht. Ist halt so ein kleines Hobby auch von mir, ne? Ja, dann haben wir das ja schon geschafft. Dann machen wir hier nochmal verschollenes Schlachtfeld. Verschollenes Reich. Ich habe letzte Folge schon verschollenes Schlachtfeld dazu gesagt. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Entschuldigung. So, jetzt kämpfen wir gegen zwei Pindas und zwei Eisdämonen. Oh Mann, ey, das ist ja richtig schwer, gegen die zu kämpfen. Nicht. So, ein Händler. Ja, wir haben ja genug gerollt. Können wir alles kaufen hier. So, ja, nee, gehen wir mal da lang, sag ich mal so. Ist ja egal. Ich muss das hier einfach bloß durchhämmern hier alles und dann. Ja, genau, meine Trixie löst aus und eigentlich müsste alles instant platzen. Aber ich weiß auch nicht, warum die Helden, die gegnerischen Helden, sind einfach mal nur Level 125. Und dann halten die so viel aus, ne? Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist einfach nur schrecklich. Ja, mit meinem Hauptaccount, da habe ich schon ein relativ gutes Streuungsteam. Das heißt, ja, der kann einfach gar nicht mehr auslösen. Mein Grim hat zum Beispiel jetzt 4er Streuung drauf. Mein PK hat eine 5er, warte mal, eine 7er Streuung, glaube ich, sogar schon. Die hatte ich, glaube ich, schon mal hochgelevelt gehabt. Gerade für den Dämon, genau. Ein 7er Skill leider nur. Aber ich brauche den ja auch sonst nie, ne? Ich brauche den bloß wirklich nur hier für diesen Modus und sonst setze ich den nie ein. Na gut, den könnte man theoretisch auch noch für die Arena einsetzen, aber naja, gut. Wann spiele ich denn mal Arena? Wenn Questboard kommt, natürlich nur. Ja. Dann kämpfen wir mal wieder wie vorhin gegen zwei Pindas und zwei Eisdämonen. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Eisdämonen? Eisdämone? Eisdämons? Oder was? Egal. Auf jeden Fall habe ich hier vier Eisdämonen-Dinger zu stehen hier. Auch nicht schlecht. So, schon wieder das gleiche Team. Ja, ein bisschen Abwechslung, IGG, bitte. Dankeschön. So, ja, jetzt haben wir hier mal ein bisschen Abwechslung. Wow, das sind ja richtig OP-Helden. Splitterhelden nur. Nee, gut, Eros ist kein Splitterheld, aber trotzdem, den hat ja eigentlich jeder. Jo. Gut, dann haben wir das auch schon geschafft. So, ja, dann werde ich mich jetzt gleich noch an den Gildenkrieg ansetzen und werde dann, ja, dann bald noch eine Folge, wie gesagt, dann raushauen dazu. Genau, ich bin jetzt Platz 10 gerade im Moment noch, weil ich noch nicht angegriffen habe. Ja, dann werden wir mal gucken. Ja, hier hatte ich ja die letzten Male mein 100% geholt. Das ist ja nichts Neues. So, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!